Ja, ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge Chancey World 5, denn ich spiele das immer noch im Rahmen unserer großen 100k Abonnenten Special Tour von München bis hierher. Nach Köln sind wir schon gekommen. Wir fahren hier gerade von Koblenz aus in den Kölner Hauptbahnhof ein. Natürlich musste ich das Ganze ein bisschen improvisieren. Ihr kennt das. Die Strecke von Koblenz nach Köln gibt es ja offiziell nicht. Also habe ich mir gedacht, gehe ich auf Köln, also nach Köln hin. Und spawnen den Zug hier auf die Strecke, das so, dass wir dann gleich in den Kölner Hauptbahnhof einfahren. Dann werden wir dort die Fahrgäste ein- und aussteigen lassen und uns dann auf die Hauptstrecke Rhein-Ruhr begeben. Und zwar von Duisburg nach Essen und werden dann dort unsere große 100k Special-Abonnententour abschließen. Ich würde sagen, wir machen ein großes Foto, sei schon ein schickes Foto. Und ich habe soweit die Route schon gelegt. Ja, wir werden uns jetzt wie gesagt in den Kölner Hauptbahnhof begeben. Da gehen wir mal gleich 20 km/h als vorgewählte Geschwindigkeit, weil wir auch ein halbzeitiges Signal zu erwarten haben. Genau. Und dann werden wir uns in den Kölner Hauptbahnhof begeben. An Gleis 2. Setzen gleich eine neue nach Köln-Messe-Deutz, wenn das möglich ist. So, grün haben wir auf jeden Fall. So, dann warten wir hier, bis die Fahrgäste ein- und ausgestiegen sind. Hier kommt ein Quietschi. So, langen Aufenthalt haben wir jetzt hier nicht. Jetzt haben wir nämlich gleich Stau ohne Ende hier. Das wäre ja doof. Sodass wir jetzt direkt weiterfahren. Köln-Messe-Deutz. So. Wir müssen dann gleich natürlich Trick 17 anwenden, sprich ein paar Tastenkombinationen drücken, weil gleich an der Hohenzollernbrücke natürlich das Ganze vorbei ist mit der lustigen Fahrt.
mal wieder. Fahren wir jetzt schillig über die Hohenzollernbrücke. Wunderschön. Wunderschön. Bahnhof. Dann werden wir an dieser Stelle die Strecke verlassen und uns zu der Strecke Hauptstrecke Rhein-Ruhr uns begeben. Sehr schön. Damit hätten wir das Ziel hier soweit erfüllt. Wir können uns jetzt, wie gesagt, zur Strecke Rhein, Hauptstrecke Rhein-Ruhr begeben und dann von Duisburg nach Essen fahren und dort unsere große Tour beenden, von Süden bis nach West. Ja, genau. Dann seht bzw. hört ihr mich gleich wieder auf der neuen, auf der Strecke Hauptstrecke Rhein-Ruhr und ja, bis gleich. Ja, und damit willkommen zurück. Wir befinden uns jetzt auf der Strecke Rhein-Ruhr, Hauptstrecke Rhein-Ruhr-Osten, kommen gerade aus Köln Hauptbahnhof und sind dabei, in den Hauptbahnhof von Duisburg einzufahren, wo wir dann gleich halten werden und uns dann auf dem Weg zur Endstation Essen Hauptbahnhof machen werden. Genau, ich würde sagen, wir rüsten hier noch weiter auf, beziehungsweise aufgerüstet ist eigentlich, die Route ist gelegt, wir müssen nur noch die Spitzensignale einstellen, das machen wir so. Und dann haben wir Einfahrt auf Gleis 12. Ich würde sagen, los geht's. Muss hier natürlich noch die Zugnummer eingeben. Und zwar ist das der ICE 928. Passieren.
stehen auch gut am Bahnsteig. Da können wir hier die Türen öffnen. So, können hier die Route entfernen und die neu nach Essen setzen. Ja. So, Route setzen. Das dürfte Essen sein hier. Genau. Genau, Essen Hauptbahnhof. So, dann würde ich sagen, lassen wir die Fahrgäste noch ein aussteigen. Wir geben uns dann gleich Essen Hauptbahnhof, unserer Endstation. Unsere großen 100k Abo-Spezialtour, Abo-Special-Tour, wie auch immer. Wunderschön, wunderschön. So, wir haben, denke ich, gebordet, wenn ich das mal so ausdrücken darf. Und können dann der entsprechende Tür schließen. Und uns dann auf dem Weg nach Essen Hauptbahnhof machen. Bremsen lösen. Fahrmotorlüfter ein. Und auf geht's. Erstmal beschleunigen. Bis in den Norden fahren, dann schreibt es in die Kommentare, sprich Oldenburg, Bremen, Hamburg, wenn ihr da so die Ecke noch hin wollt, dann schreibt es bitte, bitte in die Kommentare. Gehört, muss ich ehrlich sagen. Deswegen war das dann zu spät. Wunderschön.
Wunderschön. Unsere große Südwesttour findet gleich in Essen ihr Ende. Vielleicht gar nicht so fahren, schon gar nicht so weit, aber in diesem Spiel ist eben alles möglich. In unserer Fantasie sind ja keine Grenzen gesetzt. Das finde ich eben so schön an diesem Spiel, dass man da einfach wirklich ja fast da alles machen kann, was man irgendwie will. Wenn man ein bisschen kreativ ist. Da sind der Fantasie wirklich so gut wie keine Grenzen gesetzt. Das muss man wirklich sagen. Also absolut top. Sind dann auf die Strecke also sind dann in den Kölner Hauptbahnhof eingefahren. Rote Signal hat mich dermaßen erschrocken, alter Schwede.
Also sind dann in den Kölner Hauptbahnhof eingefahren, sind dann über die Hohenzollernbrücke bis nach Köln-Messe-Deutz. Sind dann auf die Strecke hier Hauptstrecke Rhein-Ruhr und fahren jetzt von Duisburg nach Essen. Wahnsinn. So, es hat mir gerade noch eine Schnellbremsung durchführen müssen wegen dem roten Signal, was mich derart erschrocken hat. Wahnsinn, also habe ich jetzt auch nicht mitgerechnet, ey. Wahnsinn, es ist wieder überhaupt nicht angekündigt, gar nichts. Weiß gar nicht, ob wir ein gelbes Vorsignal überfahren haben. Das ist gelbe Vorsignal und dahinter direkt das rote. Alter Schwede, ey. Das war mir echt heftig jetzt. Oder erschließt sich mir jetzt nicht. Dann machen wir Folgendes. Wir entfernen den Essen West. Oder fährt er hier aus? Der fährt. Ach, ich glaube, ich weiß, was der will. Der will. Ach, der steht auf. Ja, nee, das wird nichts. Doch, der fährt weiter? Das ist die Frage. Wollen wir den gar nicht entfernen? Wenn der hier oben lang fährt. Oder unten, wenn wir bis oben lang fahren, sonst haben wir ein Problem. Ja, der fährt da lang. Okay, der verlässt unseren Fahrweg, alles klar. Dann dürften wir auch gleich weiterfahren. Ja. War der Übeltäter?
des Westen natürlich am Bahnsteig stand. Deswegen mussten wir warten, logischerweise. Denn jetzt im 500 Hertz Magnet? Das erzählen wir nochmal. Der war noch sowas von unnötig jetzt. Weswegen? Wo haben wir denn hier ein rotes Signal? Ja, ist okay. Ich verstehe euch. Ich verstehe euch. Die Logik erklär mir mal jetzt, liebes System. Warum haben wir jetzt hier den 500 Hertz Magnet aktiv? Das ist doch sowas von unnötig. Erklärt mir mal jemand das Spiel bitte. Irgendeiner von euch, erklärt mir das mal bitte. Es wäre echt nett, wenn mir das mal jemand erklären könnte, was jetzt hier gerade in den letzten 2 Minuten vorgefallen ist. Weil das hat mir schon wieder jeglichen Spielspaß geraubt. Absolut. Erklärt mir mal jemand die Zwangsbremsen. Bitte, 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 bitte. Es wäre so lieb von euch, weil ich steige da nicht mehr durch. Absolut nicht.
sehr verehrten Fahrgäste, wir erreichen jetzt Essen Hauptbahnhof mit einer Verspätung von ca. 10 Minuten. Unser Zug endet hier. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Tag und würden uns freuen, wenn Sie in einem der nächsten Züge der DB Fern, mit dem DB Fernverkehr reisen würden. Wir wünschen Ihnen, wie gesagt, noch einen schönen Tag. Vergessen Sie nicht Ihre persönlichen Sachen im Zug. Sagen Tschüss und Wiedersehen. Ihr DB Fernverkehrsteam. Bis dann. So. Verriegelt, entriegelt jetzt. Was denn jetzt? So, dann nehmen wir unser Handy mit, weil wir sind hier fertig. Wir haben unseren Job erledigt. Haben den Zug von München hier hoch bis nach Essen gefahren. Und übergeben den Zug dann an ein anderes Zugpersonal, der den Zug wahrscheinlich wieder zurück nach München fährt. Genau. Wir haben auf jeden Fall Feierabend. Das war unsere große 100.000 Abo Special Tour von München hier bis ins Ruhrgebiet. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht lieber gar nichts. Ich hoffe wirklich, es hat euch gefallen. Die Aufrufe der letzten Videos sagen mir eher das Gegenteil. Naja, vielleicht ändert sich das noch. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen wunderschönen Freitag, ein wunderschönes Wochenende. Passt auf euch auf, habt eine schöne Zeit. Bleibt gesund, bleibt mir treu. Vielen, vielen Dank für die 100.000 Abonnenten. Ihr seid der absolute Wahnsinn. Das war euer Geschenk. Das war alles für euch. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn nicht, macht ihr aber gar nichts. Lasst einen Kommentar da, wie es euch gefallen hat. Lasst Feedback da. Das hilft mir. Ja, passt auf euch auf. Habt eine schöne Zeit. Bis zum nächsten Mal. Euer Dedini Spieters. Haut rein. Ciao. Servus. Und tschüss.